Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 12. Oktober, morgens um kurz nach 9. Heute ist unser erster Ferientag und den haben wir alle schon genutzt, also die Kinder und ich. Denn wir haben bis kurz vor 9 geschlafen. Ja, der tat mal ganz gut. Jetzt frühstücken wir und dann heißt es für mich erstmal Haushalt machen und ja, dann gucken wir erstmal, wie es weitergeht. Euch wünsche ich noch einen schönen Wochenstart. Wir haben schon wieder... Ey, wir haben 20 nach 1. Wo ist die Zeit denn hin? Wenn du morgens später aufstehst, dann rast der Tag irgendwie noch dreimal so schnell. Die Kinder haben heute Morgen gefrühstückt. Ich habe die Wohnung hier aufgeräumt, so Grund reingebracht. Wie nennt man das? Dass wenn jemand reinkommt, dass man sieht, es ist aufgeräumt. Es ist nicht bis in die Ecke rein, aber es ist Grund drin. Ja, ich habe die Spülmaschine heute Morgen aus und wieder eingeräumt und auch schon direkt angemacht. Die war jetzt gerade fertig. Jetzt habe ich sie aufgezogen, sodass das schon mal vortrocknen kann. Ja, Lenny hat sich dann irgendwann nach oben verzogen in sein Zimmer, Emma auch. Da bin ich dann direkt hinterher und habe angefangen mit ihr Zimmer aufzuräumen. Die ersten Meter hat sie auch spaßig mitgemacht. Wir haben das Bett überzogen, sie hat jetzt Flauschi-Bettwäsche drauf, weil ich habe gesehen, jetzt soll Sonntag schon nachts 2 Grad sein. Halleluja. Und die Kinder lieben das ja immer, ein Flauschi-Bettwäsche. Ja, auf jeden Fall haben wir das gemacht, da hat sie alles noch mitgemacht und unsere Tochter hat nicht gerade wenig, genau wie unser Sohn. Wenn ihr die Kinder fragst, da haben sie gar nichts, aber ich kann sagen, das sieht anders aus. Puppenküche, Puppenhaus, Puppen, Perlen, Basteln, was hast du noch alles? Ein Pferd, Klamotten, ja, das staut sich alles in dem Zimmer. Genau, und Teddybär ist auch noch. Zeig dir mal. Ja, Teddy ist auch noch mit an Bord. Genau. Ja, ist alles in dem Zimmer drin. Es wird gebastelt. Jedes Werk wird aufbewahrt. Sei es, die hatte 7-mal. Das wird alles aufbewahrt. Und irgendwann platzten die Schränke aus allen Nähten. Und jetzt bin ich gekommen. Das heißt, ich habe aussortiert und fragt nicht, wie die blaue Tonne hier, die Papiertonne, die ist voll. Also sie war vorher schon dreiviertel voll, aber jetzt ist sie randvoll. Ich habe die Schränke gemacht, alle schön aussortiert, die Spiele nachgeguckt, was ist vollständig, was nicht. Und da muss ich sagen, da ist recht wenig weggekommen. Das war nur ein Spiel, da hat es aber auch gar kein Interesse dran gehabt, das ist weggekommen. Und ich gehe ja nicht hin, Spiele, die vollständig sind oder wo sie keinen Bock mehr hat, die... Die schmeiße ich ja nicht weg, die verschenken wir weiter. Und da haben wir aber soweit alles vollständig, auch Puzzle, die sind schön eingeräumt. Wenn das Zimmer mal fertig ist, können wir ja mal durchswitchen, oder? Ach, da war eine Mülltonne, ich dachte, das wittert jetzt auch noch. Das können wir dann mal machen. Aber mittendrin, ich bin jetzt im Chaos. Emma ist abgehauen, sie hatte keinen Bock mehr. Ich meine, schön für mich, da muss ich nicht mehr... Das nicht! Also ich bin jetzt nicht so eine lieblose Mutter, die hingeht und alles wahllos wegwirft. Ich weiß schon, wonach geguckt wird und was sie mag und was nicht. Aber es ist doch schon einiges weggekommen. Wo kommst du denn her? Der Vater steht hier in der Bude. Ich habe gerade vor 10 Minuten mit ihm telefoniert. Und da hast du mir gesagt... Du stinkt hier. Ja. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt da vor mir habe, ist der Kleiderschrank. Da wird aussortiert, was passt und was nicht passt und so weiter und so fort. Und wieder Wintersachen griffbereit und Sommersachen nach oben und so weiter und so fort. Ich habe noch einiges vor mir, aber ich werde jetzt erstmal Mittagessen machen. Und dann hat Emma gerade ihren zweiten Zahn verloren. Das heißt, die beiden Hauer neben den Großen sind jetzt weg. Ja, insgesamt hast du schon mehr verloren. Aber oben der Wackeldackel ist jetzt weg. Und sie hat nicht geweint, aber wehmütig war sie schon. Sie hing dann da. Ja,
Den haben wir jetzt auch schön in ihre Zahngieste getan. Und genau. Sie sagte, das ist ja ungewohnlich so logisch. Morgen fühlt sich das schon wieder alles anders an. Ja, der Tag schon wieder im Mittagsbereich, aber ich habe ja trotzdem viel geschafft. Aber jetzt werde ich erstmal eine Stärkung für die Kinder und für uns machen. Genau. Da habt ihr wieder ein Update, wie es hier aussieht. Und ich sage einfach mal, bis später. Guten Morgen. Wir haben heute Dienstag, den 13.10. Morgens um 9 Uhr. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in den Tag. Udo hat gestern den Pool mit dieser Plane hier abgedeckt. Die Leiter liegt im Hintergrund. Der Pool ist zwar noch beheizt, weil er wollte gestern jetzt nur gucken, ob die Folie da drüber passt. Und er muss aber noch mal rein, um den sauber zu machen. Ja, und so sieht er dann wahrscheinlich im Winter aus. Er sucht noch irgendwas, um das quasi auf die Wasseroberfläche zu legen, damit das Wasser nicht reinläuft. Also wenn es jetzt regnet, gibt es ja eine Kuhle, sondern dass das rausläuft. Aber mal gucken, ob er da fündig wird. Und ja, aber so wird das dann wohl aussehen. Ja, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Und dann starten wir in den neuen Tag. Wir haben kurz nach 1 und ich habe schon einiges geschafft heute. Ja, wann war Emma wach? Ich glaube, die war irgendwann um 10 aufgestanden. Da haben Lenny und ich gerade für den Frühstückstisch gedeckt. Und dann haben wir erstmal zusammen gefrühstückt. Und dann bin ich dann mit nach oben, habe dann Lennys Zimmer angefangen mit ihm zusammen. Er ist aber mittendrin dann zum Cousin gefahren. Also meine Schwester hat ihn hier abgeholt. Die sind jetzt bei ihr. Ja, dann konnte ich dann also in Ruhe das Bett überziehen und den Schrank aussortieren. Das hatten wir bei ihm vor kurzem erst gemacht. Also von daher ist das nicht ganz so viel gewesen. Auch das Zimmer ist soweit aufgeräumt. Und ja, dann habe ich dann auf der Etage dann noch den Flur aufgeräumt, unseren Schrank soweit aussortiert. Udo muss seine Klamotten logischerweise selbst aussortieren, da weiß ich nicht, was ihm passt oder zu groß, zu lang, zu kurz, zu nicht mehr schön ist, keine Ahnung, das soll er mal selbst machen. Auf jeden Fall habe ich das da aufgeräumt. Ich habe mittlerweile wieder Wäschekörbe hier unten, die waren ja alle oben. Und ja, dann habe ich dann komplett von ganz oben bis hier unten runtergesaugt. Also oben die Etagen, die sind jetzt alle wunderprächtig. Jetzt muss ich noch hier aufräumen, weil hier habe ich nichts gemacht. Ich bin ja direkt hoch. Ja, das heißt, ich muss hier erstmal den Frühstückstisch abräumen. Und ja, ganz normal aufräumen, saugen, was so ansteht. Dann werde ich gleich Bratkartoffeln mit Spiegelei machen. Das werde ich vorbereiten und dann werden wir essen. Ja, dann ist der Tag auch schon fast wieder rum. Ja, der Udo kommt ja dann später noch und Fußball steht auch noch an, also Training. Ja, also es ist noch ein bisschen zu machen, aber ich habe auf jeden Fall schon wieder ordentlich geschafft und aussortiert. Also da sind wieder Klamotten zusammengekommen, die dann weggehen, die ich dann verschenken werde. Und eben auch Sachen, die kaputt sind, die gehen direkt in eine Tonne. Genau, so wird es gemacht. Wetter ist trocken. Ja, die Sonne kommt mal so ansatzweise immer raus und sagt, so, wir haben Tag. Aber mehr auch nicht. Aber wir wollen nicht meckern. Es ist schön. Mir ist es schon wieder warm. Obwohl wir, das kann ich nicht sehen, ich glaube 9 Grad haben nur. Ja, also jetzt zum Ende der Woche soll es nachts um die 2 Grad werden. Habe ich schon zum Udo gesagt, da müssen wir beim Eddie hinten wieder die Heizung anmachen in der Hütte, denn das ist dann doch ein wenig kalt. Ja, so sieht's aus. Jetzt werde ich mal starten, damit ich noch was geschafft kriege und dann sage ich einfach mal bis später.
Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 14. Oktober, morgens um kurz nach 8. Es ist angenehm frisch. Und ja, hier schlafen sie noch alle. Also die Kinder schlafen noch. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenteiler. Schönen Wochenmitte. Und ja, wir gucken mal, was wir heute so machen. Lecker Süppchen! Okay, durch die Kamera sieht es wirklich aus, als wenn schon mal gegessen wurde. Aber hier taut gerade meine leckere, selbstgemachte Hühnersuppe auf. So, wir gehen jetzt hier eine Runde spazieren. Und es ist ganz schön frisch, muss ich sagen. Ne, Emma? Ja, so kalt. Genau. Ja, jetzt wollen wir mal eine Runde machen. 18.37 Uhr, mein Akku ist leer, also nicht meins, sondern das von der Kamera. Leuchtet nämlich schön rot. Das ist keine Maus, die hier nagt. Das ist der Udo, der noch eine Kastanie hier am Säbeln ist. Das ist der Rest vom Schützefest. Ist also nicht mehr viel, weil übrig geblieben ist von den 2 Kilo. Ja, wir haben hier zugeschlagen ordentlich. Ja, der Tag, der wollte eigentlich ganz übersichtlich. Ich denke, was machst du denn? Heute Morgen waren Lenny und ich einkaufen. Anschließend haben wir gefrühstückt. Dann habe ich hier die Wohnung aufgeräumt. Irgendwann hatte ich einen schönen, nicht so schönen Kopfschmerz. Eine Tablette eingeworfen und wollte mich hinlegen, aber ja, das war ja nichts. Das war so gegen 11 Uhr. Hinlegen. Schwupp war es 16.10 Uhr. Ist klar, aber laber doch nicht so ein Mist. Das war um, kann ich euch genau sagen, 14.13 Uhr und um 15 Uhr bin ich dann aufgestanden, weil ich so eine Krawatte hatte, weil jeder mich genervt hat. Ja, mein Akku blinkt. Dann gab es Mittagessen, war sehr lecker. Dann haben wir jeder noch sein Ding gemacht und so weiter und so fort. Was für ein Ding? Ja, du hast mit dem Hintern auf der Couch gesessen, ich habe mich um die Kinder gekümmert. Was dann waren Kinder? Emma und jetzt und die ich jetzt gerade mit dem Hund. Laber doch nicht so ein Zwergfell heute. Emma und ich waren gerade noch mit dem Hund spazieren. Jetzt werde ich denen noch eine Brühe mit Ei machen und meine Kamera laden und dann mache ich noch Guacamole. Da werde ich aber ein extra Video zu machen und jetzt lade ich die Kamera, bevor ich weg bin. Hier bin ich jetzt gerade das schwierige Essen am Kochen. Brühe, Hühnerbrühe. Und jetzt kommt noch Ei hinein. Und das werden die Kinder dann jetzt mampfen. Jetzt wollte ich mich nochmal so von Angesicht zu Angesicht bei euch verabschieden. Wir werden jetzt uns aufs Sofa setzen, Fernsehen gucken, mal gucken, was Schönes läuft. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.